Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Metallistus. Mir wurde Sparky Marky zugeschickt. Ich habe keinen Plan, was es ist. Keine Ahnung. Wir werden es einfach mal testen. Ach, es geht direkt los. Hä? Ich weiß nur, das soll irgendwie ein Horror-Game sein, aber ich habe keinen Plan. Warte mal, gibt es irgendeine Beschreibung? Discord-Befehle gefunden, okay. Fragen Sie Susi auf Discord. Hä? Bewegen, suchen. Interaktion ist E. Benutzen, ablegen, bla bla blub. Linke Hand ist 1, rechte Hand ist 2, Taschenlampe ist F. Ja. Dann werden wir mal gucken. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Okay, hier fehlt Energie. Irgendwie muss hier Energie wahrscheinlich hin. Ich habe echt keinen Plan. Na gut, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich hoffe, dass die Lautstärke für euch geht, weil ich glaube, da konnte ich jetzt auch wieder nichts einstellen. Hier liegt ganz viel Schrott im Wald. Das sieht aus wie so ein typisch deutscher Wald. Die Stromleitung geht aber da lang. Ist jetzt die Frage, soll ich der Stromleitung folgen? Ja, muss ich. Ist ja auch ein Weg. Warum hat das Ding Strom? Da geht der Weg weiter. Ich habe echt kein... Da geht auch ein Weg weiter. Gehen wir mal hier lang. Da ist eine Tür. Ach, guck mal. Da brauchen wir auch Strom. Kann ich die Tür irgendwie öffnen? Nee. Hä? Hier steht noch so ein blöder Automat. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Aber ja, wir machen einfach. Wir haben doch gelernt, einfach aufs Kabel pinkeln, dann müsste doch der Strom da sein. Mhm, da haben wir E-Scooter. Also hier können wir ja wieder nichts machen. Nee, hier kann ich echt nichts machen. Ja, dann werden wir erstmal allem folgen hier. Bist du denn? Aha. Da liegt was. Oder irgendwer. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh wei, oh wei, oh wei. Leute, mit was für Spielen quält ihr mich hier? Keep Distance. Ja, wir sollen Abstand halten, ja. Hi. Müssen mal kurz warten. Ich will erst mal wissen, ob der... Weil der stand doch eben noch. Ich habe so das Gefühl, dass der in so einem Intervall wieder aufsteht und dann ist er gefährlich mit seinen leuchtenden Augen. Und wir können ja mal gucken gehen. Aber hier kann ich... Doch, warte, hier kann ich was machen. Wir haben Strom!
Der ist weg. Oh, wollt ihr mich raus hier? Oh. Ich glaube, ihr spinnt doch. Ja, aber ich muss da nochmal reingucken, weil ich glaube, hier ist... Oh, shit. Nee. Wir gehen jetzt mal gucken. Ich weiß ja nicht... Ach, stimmt, hier ist Licht an. Das heißt, wir haben irgendwie eine Stromquelle schon mal bis irgendwohin geschafft. Ist nur die Frage, der ist rot. Warum ist der jetzt rot? Kann doch nicht euer Ernst sein. Ich hätte eine Gegenaufgabe fürs Team. Könntet ihr das Spiel, bevor ihr es mir schickt, vielleicht auch erstmal spielen und euch auch erstmal tierisch drüber aufregen? Also wir haben auf jeden Fall schon mal Strom. Ich habe trotzdem noch keinen Plan, was wir machen müssen. Hier ist immer noch zu und immer noch kein Strom. Jetzt gehen die Dinge hier auch an. Wollt ihr mich verarschen oder was ist hier los? Nee, da wird mir ja blöd hier drinnen. Was? Nur so blöde Dinger liegen hier rum. Aber die machen wenigstens keinen Krach. Das ist schon mal gut. Oh doch, die machen Krach. Ach, guck mal, da kann ich wieder mit meinem Patschehändchen hier irgendwie eine Tür öffnen. Hallo? Ah, mein Studio. Ja, das sieht doch... Hä? Use Keyboard? Ach so, da kann ich irgendwas eintippen. Open. Wie komme ich hier wieder weg? Also wir müssen 5 Buchstaben irgendwie checken. Spark, was haben wir denn da drauf? Wir haben Steam. Ja, das Spiel von eben. Ich glaube, das sind alles die Spiele von den Entwicklern, die hier drauf sind. Und ein Papierkorb, der ist ganz wichtig. Warte mal, hier war doch gerade irgendein Symbol. Irgendwas war doch hier gerade. Kann ich hier was machen? Okay. Ja, mach doch. Code. Ausrufezeichen Code. Wir probieren es einfach mal. Ausrufezeichen? Nee, geht ja schon gar nicht. Ausrufezeichen geht nicht. Okay, das wird's nicht sein. Ey. Ach, das ist ein Discord-Code. Ja, da stand am Anfang irgendwas bei dem Spiel, ich könnte denen de Discord beitreten und dort mit irgendwie mit Codes agieren für das Spiel, keine Ahnung was. Ja, aber das wäre ja jetzt doof. Es muss ja auch ohne Discord funktionieren, also ich will nicht auf den hier ein Discord. Aber wir haben jetzt hier ja wieder was angeschaltet. Das ist einmal die Tür hier. Ja, wahrscheinlich, wenn ich in denen ihrem Discord Ausrufezeichen Code eingebe,
kriegen wir wahrscheinlich einen Code. Also sowas finde ich halt immer blöd, wenn man gezwungen wird, dann da in den Discord zu gehen. Das mache ich in Zukunft auch. Ihr könnt nur noch meine Videos gucken, wenn ihr auf meinen Discord kommt, ne? Das ist unten drunter verlinkt. Das gefällt mir hier gar nicht. Ja, wir gucken uns jetzt um, weil es muss ja auch ohne gehen. Da stand nämlich irgendwas, nur um den vollen Spielumfang zu nutzen. Das heißt, wir können ohne den Discord nur einen Teil oder keine Ahnung. Aber man muss es ja spielen können. Guck mal, ich habe eine Höhle gefunden. Shut it. Ah, das ist das nächste Discord-Gedöns. Also ja, ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Das ist ein bisschen blöd, dass man gezwungen wird, bei den Entwicklern auf den Discord zu kommen. Und dann da irgendwelche mit irgendeinem Bot sich unterhalten muss während dem Spiel, damit man hier weiterkommt. Also das ist ein bisschen... Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Der ist immer noch zu, oder? Nee, es ist mittlerweile offen. Aber ich kann hier noch nichts machen. Ey, kann man nicht mal ein bisschen mehr Saft hier drauf geben, dass die Dinger explodieren oder irgendwas? Das war die Höhle. Also, an für sich finde ich das Spiel schön gemacht. So, dieser Comic-Stil finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Das hat sowas von diesem Hello Neighbor, oder wie das heißt. Aber es wäre halt jetzt wirklich blöd, wenn ich wegen jedem Case in der Discord müsste. Finde ich persönlich ein bisschen blöd. Weil jetzt nur mal zum Beispiel, na gut, das ist ein Horrorgame, aber meine Kinder zum Beispiel nutzen kein Discord. Das heißt, die werden jetzt gezwungen, sich noch Discord runterzuladen und zu installieren und zu machen. Das ist gesperrt. Und das finde ich ein bisschen schade in so einem Spiel. Warum kann man die Codes nicht einfach irgendwo verstecken oder einbauen? Warum über diesen Discord? Ich will da nicht nochmal rein. Aber ich muss gucken, ob ich... Doch, da ist auch noch ein Durchgang. Ey, da wird's einem schlecht bei der Musik. Gibt's hier irgendwas? Ja, für was ist hier ein Durchgang? Warte mal, da steht was. Ja, Ausrufezeichen Token. Ja, geht weiter im Discord. Prima. Prima. Wir da hoch. Also das finde ich wirklich ein bisschen schade. Ne, wir kommen da nicht hoch. Weil ich denke mal, das Spiel wird schon Potenzial haben. Da wird schon das ein oder andere funktionieren. Aber wie gesagt, es ist halt doof, dass die das alles über den Discord umleiten. Das ist echt blöd. Das ist... Ja, da braucht man sich aber als Entwickler auch nicht zu wundern, wenn keiner Bock auf das Game hat, ne? Ausrufezeichen Monster. Also komm. Jetzt nochmal gucken. Bewegen, suchen, Interaktion benutzen, linke Hand rechnen, ist nichts. Genau, hier. Fragen Sie Susi auf Discord. Discord-Befehle gefunden. 18 Stück gibt's. Ich habe Code, ich habe Emberos, ich habe Token, ich habe Monster. Mit dem
mit dem Code kann ich wahrscheinlich dann vorne des Dingens öffnen. Mit Token, keine Ahnung was. Und Monster, keine Ahnung was. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass ich hier nichts mehr machen kann. Außer vielleicht noch mehr blöde Discord-Hinweise zu finden. Weil tut mir leid, selbst wenn ich das jetzt privat für mich spielen wollte, würde ich jetzt nicht Discord-Channel und tralala und da hätte ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann ist es bei jemandem, der nur einen Monitor hat, dann blöd im Spiel umzuswitchen und hin und her zu machen. Also, es kann auch sein, dass ich irgendwas übersehe, aber ich habe so das blöde Gefühl, dass ich hier nicht mehr weiterkomme. Vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen, ich bin ja bei Steam Kurator, mal ein paar Rezensionen zu schreiben. Einfach mal reinschreiben, lieber Entwickler, das, was ihr macht, ist Kacke. Okay, hier kommen wir nochmal weiter, glaube ich. Ich finde es halt schade, selbst wenn wir jetzt weiterspielen könnten. Ich weiß es ja jetzt noch nicht. Es kann ja sein, dass wir hier oben stehen und wieder nichts machen können. Aber ich finde es halt schade, dass selbst wenn man es weiterspielen kann, da hinten wieder Sparky. Ja, prima. Dass man ohne die Discord-Commands hier nichts Gescheites mehr machen kann. Also vielleicht nicht mehr sehr weit weiterkommt. So, und das war's schon. Wir haben der nächste Discord-Schiss gefunden. Also tut mir leid, ey. Das ist, finde ich, echt blöd gemacht. Also das Spiel von der Aufmachung her, vom Aussehen her und so, von der Steuerung, es ruckelt nichts oder wie auch immer. Ja, die Soundeffekte hier drin sind ein bisschen, ne? Aber das soll ja auch der Effekt sein. Man soll sich ja auch ein bisschen erschrecken oder sonst irgendwas. Aber das mit dem Discord, tut mir leid. Das finde ich, finde ich jetzt nicht gerade fein. Ich sollte mir vielleicht echt angewöhnen, bei allen Trash-Spielen, die ich jetzt hier anspiele, da danach mal eine Rezension zu schreiben. Mal die Entwickler darauf hinweisen, warum sich so Spiele nicht verkaufen. Ember, ja, wir haben Ember gefunden. Super. So, und mit diesen Dingern kann ich wohl hier erst nur weiterkommen. Kommen wir nicht hoch? Das kann doch nicht sein. Das kann echt nicht sein. Ja, und hier denke ich, wenn wir den Code haben über den Discord, kann ich hier die Tür knacken. Und da sind irgendwelche, ich glaube, das sind Stromverbindungsdinger oder so irgendwas. Da kann ich wahrscheinlich vom einen Häuschen zum anderen Häuschen Stromverbindungen ziehen. Um wieder weitere Levels zu öffnen, freizuschalten oder was auch immer. Aber ich kann das nicht. Weil ich komme nicht in den Discord. Also habe ich keinen Bock drauf. Tut mir leid. Tut mir wirklich sehr, sehr, sehr leid. Ich komme hier noch nicht mal hoch, Mensch. Okay, wir sind tot. Und spawnen hier wieder vor Ember. Ich kann mir halt vorstellen, dass wir den Code brauchen, dass man dann die Stromleitung, was weiß ich, weiter verbinden kann zu den weiteren Hütchen. Ich weiß einfach nicht mehr, wo es hier noch weitergehen soll. Es kann auch sein, dass ich zu blöd bin für so ein Spiel. Das kann natürlich auch sein.
Und ich sag's nochmal, ich find's wirklich schön gemacht, die Atmosphäre und allem. Das ist so, das Horror-Feeling haben sie geschafft. Aber der Müll hier, da sind wahrscheinlich auch wieder irgendwelche wichtigen Gegenstände drin, wo ich aber nur dran komme, wenn ich bei denen im Discord bin. Also das finde ich wirklich scheiße. Muss man echt klar so mal sagen. Ich find's scheiße. Also ich habe auf das Spiel jetzt schon keinen... Jetzt halt die Klappe. Ich habe auf das Spiel eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr. Das ist einfach nur noch ab in den Papierkorb deinstallieren und mit Viren an den Entwickler schicken. Oder so irgendwas. Keine Ahnung. Ich denke halt auch wirklich an die Leute, die keinen Discord haben. Die sind dann gezwungen, bei dem Spiel Discord runterzuladen und Discord einzurichten und hier mit Discord und da mit Discord. Es hat nicht jeder Discord. Hat das mit dem Ding noch was auf sich? Oder war das nur dafür da, diesen blöden Sparky zu sehen? Ja, vielleicht decken wir ja noch mehr Codes auf. Ja, weitersuchen kann ich ja sogar. Na, da sind die Computerchen. Ich habe echt keinen Plan. Es könnte mal langsam hell werden. Kriege ich Schaden? Nicht wirklich. Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich hier nicht mehr weiterkomme. Da oben ist eine Brücke. Halt doch einfach mal die Klappe, ey. Ist eine Brücke, aber wie komme ich da hoch? Ach, jetzt haben wir noch einen Scooter gefunden. Ja, das Problem ist, ich glaube halt wirklich, wenn man das über den Discord die Befehle eingibt bei denen, schaltet man dann hier nach und nach Sachen frei. Aber das ist so dieses Erzwungene, ihr müsst bei uns in den Discord kommen und ihr müsst dies und ihr müsst das. Nein, ich will das Spiel spielen und nicht noch eine halbe Weltreise machen oder sonst irgendwas. Schade. Naja, wir sind jetzt bei 25 Minuten angekommen. Ich habe keinen Plan mehr, was ich machen soll. Es tut mir echt leid. Tut mir wirklich, wirklich leid. Für diejenigen, die das Spiel vielleicht schon gespielt haben oder auch kennen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwas übersehen habe oder ob ich vielleicht mit meiner Meinung auch ganz falsch liege, dass man vielleicht doch das Spiel durchspielen kann ohne deren Discord. Ich weiß es aber nicht. Und ich finde auch nichts. Es tut mir echt leid. Schade. Weil, wie gesagt, ich finde, es ist schön aufgemacht. Auch die Atmosphäre ist ganz cool. Aber das mit dem Discord, das geht gar nicht. Das stört mich so ein bisschen hier drin. Na gut, was soll ich sagen? Ich find's kacke. Also das Spiel an für sich nicht, aber die Aktion mit dem Discord. Ja. Ich würde sagen, seid so nett, wenn euch die Folge gefallen hat, obwohl hier nichts passiert ist. Lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren und kommentieren, ne? Und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Warte, ich gucke nochmal da oben, bevor wir jetzt ausmachen. Nee, da ist ja auch nichts. Dann gucken wir nochmal da unten, bevor ich ausmache. Ja, der Wille ist ja da, es auch rauszufinden und weiterzukommen. Aber ich habe so das Gefühl, es geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis denn und... Tschüss.